Wissenschaftler der Universität Wöbs haben herausgefunden. Aber so ist das. Fehler passieren. Er hat mich besiegt. Hier ging's nicht hoch. Gleichzeitig können wir das Heckhubwerk runter machen. Gucken wir unsere Anzeige unter ein bisschen unter 50 Bar. Und alles ist gut, ne? Oh, lass dann schon mehr nehmen. Und dann passt das. Solche Sachen, ne? Die kann man zu gut machen. Also mir macht das Spaß. Der Kandidat ist wieder da. Mit seinen Schwächen, die er so an den Tag legt. Also irgendwie Leistungsmangel, ne? Den nehmen wir uns jetzt mal in die Werkstatt. Und den werden wir mal was messen. Denn wer viel misst, misst Mist. Mal das gucken. Kannst du denn ja gut. Mal gucken, ob das was kann. Hurra, hurra, der Besen ist da. Was auf jeden Fall geklappt hat, ist erstmal die vorübergehende Kettenreparatur, ne? Also Kettenspannerreparatur. Das ist ja nicht die Kette, sondern das hier müsste sie eigentlich sein. Da ist ein bisschen mehr Verlust drauf, aber dafür, dass der jetzt 3 Tage unterwegs war, so, ist das alles gut, ne? Also von daher muss ich jetzt trotzdem natürlich, habe ich noch nicht geschafft, mich um das Ersatzteil kümmern.
damit wir da weiterkommen, ne? Jetzt habe ich ihn erstmal hier reingefahren, dass er erstmal ein bisschen abkühlen kann. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir da mal eine kleine Messstrecke aufbauen und dass wir dann da mal in die Messung gehen. Ja, was für Messungen habe ich eigentlich vor? Zeige ich euch, wenn ich das zusammengesammelt habe. Die mega wissenschaftlichen Messungen können wir nicht machen, aber wir können mal grob was testen und das werden wir auf jeden Fall machen. Arbeitsplatz eingerichtet, standardgemäß mit einer schönen Haltestange, einer Sitzmöglichkeit. Mit Druckluft habe ich das alles schon sauber gemacht. Und jetzt können wir die Einspritzleitung abmachen. Und da haben wir hier ein professionelles Set. Und zwar ist das Common Rail Tester für Diesel, Einspritzpumpen oder Einspritzdüsen, Rücklaufmengen. Ne? Man hat ja, so wie beim Touareg, der hat ja ein anderes Kraftstoffsystem. Hier wird ja Kraftstoff durch die Pumpe aus dem Tank gesaugt, durch den Filter gedrückt. Dann steht hier an der Pumpe über die Kraftstoffpumpe durch den Filter eben regelmäßig, also gleichmäßiger Druck an, aber ja nicht viel, keine Ahnung. Was macht so eine Pumpe da unten machen? Vielleicht macht die 2-3 Bar, vielleicht auch 4, aber das ist dann auch das Maximum. Ne? Da steht also der Kraftstoff an und in der Einspritzpumpe wird der Kraftstoff, wie in einem Motor, muss man sich das ungefähr vorstellen, mit Zylindern und Kolbenräumen, da kommt dann der Kraftstoff rein, wird im Grunde genommen, wenn der Zylinder geht runter, saugt an, holt sich also hier mit dem Vorförderdruck den Kraftstoff. Das ist die ganz schnelle Variante, ne? Telefon. So, Telefon ab, beendet. Ich hatte diese Pumpe ja schon mal auseinander. Da drin sind halt Kolben und Zylinder und die Kolben drücken dann den Kraftstoff im richtigen Moment hier durch die Kraftstoffleitung in die Düse. Und die Düse, wissen wir ja, die zerstäubt das dann. Puff, puff, puff. Na? Und immer wenn dann ein Element hier drückt, dann ein Pumpenelement hier drückt, dann kommt der Kraftstoff eben durch die Leitung und wird eingespritzt. So, und beim Touareg zum Beispiel ist es so, da ist dieses Kraftstoffsystem hier, ist Hochdruck drauf und dann geht der Hochdruck, dann hat man nicht mehr so eine Pumpe in dem Sinne, sondern dann hat man nur noch eine Hochdruckpumpe, die den Druck macht und dann steht hier dauerhaft Druck an und dann muss man sich vorstellen, ist hier drinne ein Ventil, das wird mit dem Elektro, ist ein Stecker dran und wird elektrisch angesteuert und immer wenn er einspritzen soll, dann macht dieses Ventil auf und zu. So, das sind so die beiden Prinzipien. Und es kann sein, dass diese Ventile bei so einem Touareg und ach, wie die alle heißen, die Autos, die das haben, die modernen, dass da der Injektor nachleckt. Und dann gibt es da eben eine Leckleitung, die gibt es hier ja auch, ne? Die ist hier auch drin. Dann geht es wieder zurück. Das ist hier eine Leitung, die geht zurück zum Tank. Hier genauso, was nicht an der Pumpe gebraucht wird, geht auch wieder zurück in den Tank. Und diese Leitung haben die auch und damit kann man das messen, weil die ja alle einzeln sind, das ist hier halt so ein bisschen schwer, kann man messen, wie viel da zurückkommt und wenn da bei einem erhöhte Menge ist, dann weiß man, dass der nicht mehr gut ist. Dafür ist dieses Set. Ne? Dann macht man da ganz professionell dieses Melkgeschirr daran und dann prüft man das. So, und hier kann man ja auch schon sehen, sind schon 3 so Schläuche. Das ist ja schon verdächtig mit so Kabelbindern. Ich habe das meine ich nämlich bei dem Roten damals auch gemacht. Und da wollen wir jetzt aber nicht messen, wie viel da zurückkommt, weil das können wir nicht. Wir wollen messen, wie viel kommt hier eigentlich raus. Und das, was da rauskommt, wenn die Menge ungleichmäßig ist, wissen wir ja, dass ein Part da nicht richtig funktioniert. Ne? Das ist so der Grundgedanke. Dann können wir noch die Einspritzdüsen rausnehmen. Und die nochmal abdrücken, wobei wir die ja vorletzten Winter, also jetzt haben wir ja 23, 22 auf 23, 21 auf 22. Doch, das war da, das war nicht letzten Winter, war der Winter davor, genau. Da war ja der ganze Kopf runter, alles überarbeitet und ja, das wäre das. Wenn das nicht ist, dann kann man die eben nochmal testen und dann kann man auch nochmal ganz moderat Kompression messen. Ne? Genau, das sind so die Prüfverfahren.
einfach mehr prüfen. Wer viel prüft, prüft vielleicht auch viel Mist, aber der kann auch nicht auf die Nase fallen. Ne? Ich kann ja nicht sagen, ich lasse das einfach so laufen und da ist irgendwas Schlimmes und dann explodiert das irgendwann ganz. Ne? Wir müssen der Sache jetzt schon auf den Grund gehen. Ne? So, und da ist eben die Herangehensweise, was habe ich für Werkzeuge, was kann ich, was mache ich? Und deswegen machen wir zuerst, weil meine Erfahrung mir gesagt hat, dass die Pumpe schon mal kaputt war beim anderen Bagger und ich da schon mal ein Element getauscht habe. Ja, dass wir die halt erstmal überprüfen. Ne? So fangen wir erstmal an. Einspritzleitung sieht ganz witzig aus, ne? Die kommt hier, dann macht sie hier so einen Bogen und die nächste, die geht hier, macht dann hier so einen Bogen nach da und die letzte, die geht eigentlich ziemlich geradlinig nach da. Ne? Einspritzleitungen sind gleich lang, ne? Und da der Weg von da nach da natürlich kürzer ist als von da nach da, muss die Leitung irgendwo hin und deswegen sind die so ominös, deswegen sind die so ominös gebogen. Ne? Genau, aber hier können wir nichts verkehrt machen, hier lösen wir einfach, hier müssen wir ja so ein bisschen die Reihenfolge einhalten, einfach aus Platzgründen, lösen wir einfach die Leitung und die werden wir dann gleich, zeige ich euch, in anderer Position wieder festsetzen. Was wir schon mal feststellen, wir haben überall Kraftstoff drauf. Er läuft ja auch, das Grundproblem, was ich jetzt bei diesem ganzen Kram habe, ist natürlich, erst wenn er warm wurde, machte er das Problem, ne? Ich habe ja die Hoffnung, dass er, wenn er kalt ist, also er ist jetzt noch, ja, da ist noch Temperatur so ein bisschen. Ich habe ja die Hoffnung, dass sich das auch im kalten Zustand irgendwie so ein bisschen zeigt, dass aber erst im warmen Zustand die Auswirkungen der Leistungen dazukommen, ne? Das ist halt doof. Ich kann ihn ja nicht heiß laufen lassen irgendwie und dann das auseinanderreißen. Da verbrennst du ja nur die Finger. Und es ist ja so, wenn du ihn dann ausgewandert hast, ein bisschen gewartet hast, dann geht es ja sofort wieder. So, und bis ich das auseinandergeschraubt habe, ist der Moment vielleicht schon wieder da. Deswegen kann ich es gleich im handwarmen Zustand auseinanderschrauben. Ne? So, Leitung habe ich schon mal ab. Die drei Leitungen habe ich hier jetzt so angebaut. Und die Erinnerung kam mir wieder, dass hier diese Silikonleitung da ganz gut über den Konus rüber geht. Und dass man dann hier diese Leitung dran macht, ne? Ja, das verbinde ich mal alles miteinander. Schön drei Verbinder. Jetzt gehen die drei Leitungen hier hoch. Jetzt müssen wir natürlich erstmal die Luft aus dem System lassen. Und das machen wir erstmal durch Orgeln. Und dann sollte hier eigentlich was passieren. Ich gucke mal, ob ich jemanden zum Schlüssel umdrehen finde. Oder ich stelle euch hier hin und orgel einfach erstmal selber. Sieht ja schon mal erstmal ganz gut aus, ne? Man darf sich ja nichts vormachen, ne? So ein Bagger braucht 3 Liter die Stunde, wenn er hardcore läuft, ne? Da wird jetzt nicht Kraftstoff laufen, als wenn hier die Niagara-Fälle gerade ihre Pforten öffnen, ne? Es sieht aber bei allen dreien sehr gleichmäßig aus, ne? Wissenschaftler der Universität Würbs haben herausgefunden. Was ist das? Knaller, Tim. Wer heißt das Wissenschaftlerin? Ja. Fakt ist aber, dass im kalten Zustand die Pumpe auf jeden Fall, wenn ich das hier so sehe, ich dachte erst, ich muss da erst noch großartig was machen, aber das ist alles in Ordnung. Das sieht auf jeden Fall gleichmäßig aus, ne? Das ist schon mal schlecht. Ich dachte, also eigentlich ist es gut, weil die Pumpe ist teuer, ne? War so meine erste Idee, dass das vielleicht was sein könnte, ne? An Problem. Ja. Jetzt müssen wir uns was Neues ausdenken. Jetzt müssen wir die Einspritzdüsen rausnehmen und die alle mal durchtesten, ne? Nützt ja auch alles nichts. Frau Professor soll noch mal sagen, dass es einfach fantastisch aussieht. Alle drei Behälter, wir haben jetzt mal das nach vorne gemacht, kann man sehen, alle drei Behälter sind bis 3 gefüllt.
1A, ne? Besser geht's nicht. Also, das hätten drei Versuchskaninchen da nicht so genau reinpinkeln können, wie das Tipp Bagger hier gemacht hat. Aber es bringt uns ja nichts, außer dass wir wissen, dass es jetzt gut ist. Wir wissen, dass da schon mal nichts kaputt ist. Also, wir wissen, dass die Pumpe... Wir dürfen ja nichts, also die Pumpe musste jetzt ja keinen Druck aufbauen. Normalerweise baut sie ja Druck auf, um den Kraftstoff dahin zu bringen. Das musste sie ja jetzt nicht. Sie hat ja nur einfach rausgepieselt. Aber wenn da was gewesen wäre, hätte man das jetzt schon mal erkennen können. Es ist so ein Test, der hat uns nur ein bisschen Batterieenergie gekostet und mehr nicht. Von daher easy. Einfach mal machen. Wir gehen mal weiter an die Düsen. Gut aus, der Raps, ne? Hier, ich bin dann mal schnell vom Bagger wieder weg. Jetzt sehe ich auch gerade, da sehen wir den Bagger. Strom wird knapp. Na ja, egal. Spülgerät hinten dran. Bagger auf dem Tieflader. Wir müssen noch ein, zwei Drainagen spülen. Und hier, ja, kam die Frage, hast du Lust und Zeit? Ja, hallo, ich bin hier an unserem Bagger bei. Und es gibt irgendwas mit Trägern zu machen? Dann fahre ich doch los und mache irgendwas mit Trägern, ist doch klar. Genau, also Bagger, das ist in Polizeisprache würde es immer heißen, in Tateinheit mit. Ne? Wenn du mit dem Spülgerät losfährst, kannst du dir sicher sein, dass du zu 80% einen Bagger brauchst. Ne? Also zumindest in unserer Region. So, und ja, deswegen das. Genau, das war eben Einzelkornraps. Hier steht normaler Raps. Stehen beide gleich, ne? Muss man mal fairerweise sagen. Hier steht Altraps, der steht besser. Der ist hartnäckiger. Ja, dann wollen wir mal gucken. Mal gucken, ob ich da ein paar Aufnahmen geschossen kriege. Aber erstmal bin ich mit meinem Nachbarn los. Ich habe hier den 824, den 724, den Wacker Neuson oder den Neuson Bagger drauf und los, ne? Da wollen wir irgendwo hin. Der Raps hat ja bald zugemacht, da kann er nicht mal mehr Unkraut durchkommen. Ich glaube, das ist der grünste Raps hier in der ganzen Region. Ja, wir sind hier auf der Fläche Weizenstoppel. Da unten sind schon so ein paar IWC-Container mit Wasser. Und ja, um den Schacht rum wollen wir mal ein bisschen spülen. Meint den da hinten in den Grund. Wieder alles in Gange, ne? Das ist ja so ein Schacht, hier laufen die Leitungen zusammen. Kamera, seid ihr einig? Da kommen zwei gelbe, da kommen zwei gelbe, da unten kommt alles Tonrohr. Das ist der Ablauf, ne? Sicherheitshalber bin ich dann eben schon mal erstmal gegen den Schacht gekommen. Ich weiß gar nicht wo. Ah, hier. Da. Ich hatte so, ich will nicht sagen links und rechts vertauscht, aber. Ach, naja. Parallel ist nämlich mein Nachbar los und holt die Schachtklauen, weil wir müssen den ausschachten. Und unten, wo die Leitungen reingehen, da müssen wir ihn verschmieren, weil hier war das alles oberflächlich so reingelaufen und das hat die ganze Erde da reingespült, ne? Und das ist natürlich Mist, deswegen müssen wir die Erde da rausholen. Und dann, wenn wir die Erde da raus haben, was ja leichter ist, wenn wir die beiden Ringe mit Schachtklauen runternehmen, dann müssen wir da unten das verschmieren, ne, damit das ein Ende hat, dass das Wasser da reinläuft, oberirdisch. Ja. Fiese Geschichte, ne? Ja. Und dann, ja, gehen wir nochmal bei, dann wird nochmal vielleicht, also nicht vielleicht, sondern wir spülen die Leitung dann nochmal mit dem guten alten neuen S&S Engineering BV MD50 Duo. Ne? Warum heißt das Ding eigentlich Duo? Zwei verschiedene Leitungsdicken. Ne? Einmal eine dicke und einmal eine dünne Leitung. Weil wir haben ja auch relativ viele dünnere Sauger hier. Und dann haben wir schon immer das Problem gehabt mit dem geliehenen Gerät, dass die Dicken nicht so richtig gehen. Ne? Und das Ding hier trommelt hydraulisch auf. Das, was wir uns immer leihen durften, das hat den Riementrieb hier nicht. Hier ist ja eine Hydraulikpumpe, da unten sitzt sie, die Hydraulikpumpe, und die treibt dann das Zahnrad da an, hätte ich mal gesagt, das Riemen, die Riemenscheibe an. Und das andere Ding lief darüber,
über die Zapfwelle, ne? Über die Gelenkwelle. Das lief über die Gelenkwelle und dann hatte man hier ja so ein Drahtbügel, mit dem man den Keilriemen spannen oder entspannen konnte, ne? Ja, das hier ist natürlich noch mal eine Stufe eleganter. So, ich lege den Schacht zu Ende frei. Den obersten habe ich ja verkackt. Hoffentlich bricht er nicht in 1000 Teile, wenn wir mit den Schachtklauen da anpacken, ne? Aber so ist das. Fehler passieren. Dunkel, ne? Aber macht nichts. Schachtringe rausgenommen. 1, 2, da liegen die beiden. Der kaputte hält sogar. Da liegt jetzt ein Schacht, darunter ist noch ein Schachtring. Der erste Schachtring ist natürlich der tiefste und auf dem Kranz von dem Schachtring liegen die Drainageleitungen. Und ein kleines bisschen unterhalb ist der Ablauf, der geht dann so runter zum nächsten Schacht und einer kommt von dem. Auch ein Tonrohr, größeres. Und die Drainageleitungen, das sind ja alles gelbe Sauger, die liegen halt alle auf dem Schachtring drauf, auf dem untersten, das ist alles schön und toll. Den erstmal ausgeschaufelt, der war komplett voll. Ja, dafür ist er ja auch eigentlich da. Das ist ja ein Sandfang, ne? Der soll den Sand so ein bisschen auffangen, damit uns nicht die dicken Leitungen irgendwann versagen. Naja, und die Drainageleitungen liegen alle auf dem Schachtring und sind aber nur mit Tonscherben und Plastiktüten so liebevoll da eingepflegt worden. Und da hat dann... Wieso ist denn das so hell da? Ach so, Sportplatz. Sportplatz. Der gerade hier in der Kamera wird das doch sehen. Das ist eben mit Plastiktüten und Tonscherben gemacht worden. Und davor machen sie immer noch mal so einen Ducker. Die tauchen alle noch mal durch. Die sind alle so ein bisschen abgesackt. Ne? Also das ist echt ganz cool von der Sache, was wir gefunden haben. Das heißt also, wenn wir die jetzt alle vernünftig mit Zement einschmieren, dass das da nicht auswaschen kann, dann ist das um den Schacht auch nicht mehr so, dass das erdreich mit reingesogen wird sozusagen durch das Oberflächenwasser. Und wenn wir die alle nochmal hochsetzen, dass diese Lunke, die sie alle haben, was ja eigentlich ein schlimmer Sandfang ist, was ja nicht gut ist, die müssen ja mal frei auslaufen. Wenn wir die noch wegmachen, wenn wir sie dann spülen, die Schachtringe wieder raufsetzen, das anfüllen, dann haben wir eine Verbesserung erwirkt. Und das ist doch die Hauptsache, ne? Ja. Ich glaube, ich bin auch der Einzige, der sich auf YouTube über Drainage unterhält, ne? Aber ich finde es immer wieder spannend, ne? Und es ist unheimlich wichtig. Das ist einfach... Du siehst es, wo Stellen sind, wo nicht vernünftig entwässert ist, da ist einfach der Unkrautdruck höher. Das ist einfach so. Ne? Und deswegen ist das unheimlich wichtig für unsere Region hier und deswegen machen wir das. Und was sagte mein Nachbar eben? Mit Drainage, da ist man nie fertig. Und genau so ist es. Ne? So, Bagger, Tieflader bleiben auf der Koppel. 7, 9, 8 fahren wieder nach Hause. Und da ja, klüdern wir nochmal am Bagger ein bisschen weiter. Ne? So, heute wollen wir mal ruckzuck was fertig machen. Das wird im Leben nichts. Ruckzuck gibt es ja nicht, ne? Ja, der nächste Morgen. Hier, wir müssen ja unsere Drainage noch ein bisschen weitermachen, bevor ich mich nachher schon wieder dünn mache. An die Silofront. Genau, aber nicht an die Mais-Silofront, sondern an die Gras-Silofront, ne? Da ist noch was reingerauscht, was ja schon länger angekündigt war. Jo, und das geht nachher los, ne? Aber jetzt erstmal wieder zu unserem Schacht. Und zu unseren Drainageleitungen, die wir da jetzt erstmal mal gucken, ein bisschen hinrichten wollen, ein bisschen spülen wollen, die Leitung vernünftig in den Schacht einmauern, damit da kein Wasser mehr durch kann und keine Mieken und Macken und dann gucken wir mal. Ne? Was haben wir jetzt eigentlich? 21 Grad? Ne, 19. Ich muss unbedingt gleich für heute noch mal kurze Hose anziehen. Ja.
Die waren ja alle vor dem Schacht so durchgesackt. Und danach lagen sie auch nicht unbedingt schön. Und da haben wir einen Doppelpack, die rausgegangen sind, nachgebuddelt. Und da war so eine Senke. Und da ist natürlich der Matsch drin hängen geblieben. Und das haben wir alles damit behoben. Und nun kam danach, das kann man sich immer nicht vorstellen, danach kam eine T-Kreuzung. Wie kann ich Drainage mit einer T-Kreuzung legen? Ah, das ist so. Und dann ging es noch nicht mal, dass das 90 Grad wegging, sondern spitz zurück so. Also, bestimmt machen wir auch nicht alles richtig, aber das ist nicht schön. Das haben die sich nicht gut überlegt seinerzeit. Mann. Nee. So, das war mein Vorvormittag. Was haben wir jetzt? 11.17 Uhr. Rechnerisch müsste ich schon auf dem Träger sitzen, damit ich pünktlich da bin. Ich setze mich jetzt auf den Neuner und dann sehen wir uns wieder. Scheint krass da drin zu sein, ne? Das ist mal aus einer anderen Sicht der Acker, den wir mit dem Achter gemulcht haben. Ja. Genau. Kommt ja gleich erst. Ist gerade noch so schönes Motiv, ne? Hier müssen wir noch ein bisschen langsam fahren. Umgezogen. Neues Fahrzeug, ne? So, jetzt kommt hier wieder meine Liebsten. Irgendjemand wollte ja wissen, wie man so Fahrzeugen begegnet. Ja, so langsam wie es geht, ne? Mit zwei Rädern am Kannstein und Vorsicht. Also, andere Kleidung, anderes Fahrzeug, ne? Los geht's zum Grasfahren. Das wird, glaube ich, ein Kombi-Auftrag. Erstmal unterm Häcksler, dann selbst laden. Und ja, hier haben wir noch ein bisschen Seeklima, ne? Heute sieht's gut aus. So, wir biegen hier rechts ab. Schwaden liegen schon mal, ne? Das sieht gut aus. Die Schwaden sind entstanden. Krone, Big. Wie heißt die denn? Big M, ne? Krone, Big M. Von Firma Yogi Blunk. Mit Schwanzzusammenführung, ne? Gemäht und gleich hingeschmissen da. Genau. Wollen wir mal gucken. Müssen wir irgendwo einen Maishäcksler finden? Ich hatte so verstanden, ich soll erstmal unter dem Häcksler mit abfahren. Dann gucken wir mal weiter. Weiter, weil die weiteren Strecken sollen wir dann parallel einsammeln oder nachher danach. Den Plan habe ich noch nicht ganz raus, aber den finden wir noch raus. Zack. Hier haben wir ja neulich gefahren. Guck mal, der Haufen ist auch schon wieder ein bisschen geschrumpft, ne? Nee, der ist noch immer ordentlich über die Mauer rüber, ne? Fand ich cool. Vielen Dank, dass ihr den Walzer so gelobt habt. Hat er nämlich auch gut gemacht. Gibt das einfach nichts, ne? Muss man sagen, da ist doch schon mal, guck mal, da müssen wir hinterher. Fahren wir einfach direkt hinterher, da können wir ja gar nichts. Da kennen wir ja so überhaupt nichts. Mal gucken, was uns erwartet. Ja, Strautmann, Giga Vitesse, 4001 DO. Oh, der kann auch ein bisschen schwarz gut, doch. Johnny. So, da im Hintergrund sieht man schon den Hacker, ne? Irgendwann hat hier so fein die Grabenkanten weggefiedelt mit dem Mähwerk. Fein. Das mache ich allein. So, da ist Wechsel. Bergmann ist voll. Josken fährt unter. Fahren unter dem Jaguar 89 ab, mit dem wir ja auch, was haben wir denn überhaupt gemacht? Silfi gehäckselt, genau, ne? Einige hatten da richtig gesehen, oh, der hat ja gar keine Turmverlängerung dran. Ganz genau, wurde sich gespart, weil danach eh noch wieder Gras war und Gras und heute auch wieder Gras. Und ich würde mal behaupten, da kommen noch zweimal Gras oder so und dann kommt erst Mais. Und deswegen war die Turmverlängerung nicht dran, ne? Genau. So der Masterplan.
Der 6R, der sonst vom Ladewagen hing, den ich neulich mal gefahren habe, der darf heute mit dem Kurzscheibenegger mal los, ne? Schön mit die Rapstoppel klein machen. Obwohl, die haben schon mal... Eine Rutsche haben sie schon mal gekriegt. Rutsche Nummer 2. So. 3,12. Der mäht schon mal für morgen. Damit wir da auch noch was zu sammeln haben. Die kleineren Flächen. Eben gerade hat er gequakt, der braucht Wasser. Dann hatte ich auf der Herfahrt schon mal, da ging das aus. Und dachte ich, naja, dann kannst du ja für morgen eine Mischung mitnehmen. Und dann fing er eben wieder an zu quaken. Ne? Aber wer kennt's nicht? Es gibt ja immer eine leere Wasserflasche. Und dann war ich gerade in der Milchkammer und hab mir erstmal ein bisschen Wasser abgezapft. Ne? Wenn er jetzt nochmal quakt, dann, oder sagen wir mal so, wenn ich an der Kante stehe, dann kann man da ja mal ein bisschen was reinkippen. Das ist jetzt nicht tragisch, weil es ist ohne Frostschutz, aber es ist ja genug Frostschutz im System. Ich fahre eigentlich immer im Verhältnis zu viel Frostschutz, so kalt kann das eigentlich gar nicht werden. Ne? Und im schlimmsten Falle muss man da ein bisschen Frostschutz aufkippen, deswegen kippen wir jetzt nicht so viel auf, wenn es mal quakt und mal nicht, denn wenn du dann einen halben Liter aufkippst, dann quakt es den ganzen Tag nicht mehr, ne? Ist ja klar. Jo. Aber das kann ja auch mal passieren. Aber wie gesagt, erstmal ist er nicht traurig, ne? Keine Ahnung. So, wieder zur Koppel. Der Josken müsste uns jetzt wieder entgegenkommen. So, mal gucken, dass wir den abpassen. Irgendwo vorbeifahren sehen im Schatten. Guck mal, in der Sekunde, wo wir gestanden haben, konnten wir ja schnell ein bisschen Wasser aufkippen. Ne? Dann hört das Gequake wenigstens auf. Wenn es denn mal wieder auftauchen sollte. Jetzt taucht es nicht mehr auf. Die da hinten fährt, das sind die Abdrücke, ne? Die Streifen, die man da sieht, das sind die Abdrücke von der Frontwand. So sauber arbeitet das nach hinten, ne? Ne? Kennen wir ja vom Silfi-Schieben. Krass ist ja, gehäckselt immer schön, ne? 100% Abladegeschwindigkeit, dann rauscht das da so runter.
So, jetzt kommt gleich die Dosierwalze oben. Bröselt das schon zusammen. Verdoppeln wir die Kratzbodengeschwindigkeit. Dann sollte das klappen. Da sehen wir sie, ne? Und da ist Gerd schon hart am Verteilen. Und jetzt sehen wir haben gehäckselt. Ja, die Kamera hat sich ein bisschen nach oben verschoben, aber ansonsten der Schutz funktioniert wunderbar. Ne? Sonst war die Kamera ja mal nach unten. Jetzt ist sie ein bisschen nach oben, weil ich die Schrauben noch mal fester ziehen muss. Ne? Ich glaube, da muss ich noch mal irgendwas zwischen machen, dass sie noch ein bisschen steifer in dieser Halterung ist, weil. Wie war das überhaupt? Irgendwas fehlte doch jetzt. Ne? Ach, egal. So, wo ist denn mein Nachfolger sozusagen? Mein Verfolger. Ich sehe ihn gar nicht. Mal gucken. So, 8:28 mit Bergmann, ne? Voll! Dem Schwader hinterher, das ist unser Liebstes, ne? Schön, 312 Vario. Mit dem Kuhn-Schwader. Den werden wir jetzt mal mit nach Vorgewende wegnehmen. Denn alle Flächen, die nicht mit dem Krone entspannt gemäht wurden, die sind selbst runtergefiebelt. Und das kratzt er jetzt zusammen. Ne? Der 312er ist ja hier der reine Mäh- und Schwaderschlepper auf dem Hof. Ne? So, so ein Träger muss haben. Ne? Alles Johnnies, aber Mäh- und Schwaden machen Fett. Auch nicht schlecht, oder? Aber ich hole mir jetzt keinen Johnny. Ah, ich habe ja Auffahrt zum Johnny, zum Rasenmähen da. Wie geht das ja? Mir zwar nicht mehr so gut Rasen, aber ein Johnny musst du haben. Das nützt alles nichts. Obwohl, wenn mir einer mal einen günstigen 7810, da würde ich ja nicht nein sagen, aber die gibt's ja auch nicht mehr. Das kannst du ja auch alles vergessen. So, los, weiter. Übrigens kommen wir jetzt gleich bei meinem Springfreund vorbei. Straßenspringfreund. Sandwegspringfreund. Beim nächsten Mal frage ich ihn, wo das 20 km/h Schild ist. Das gibt's da ja nicht. Würde mich ja mal interessieren, wie er auf 20 kommt. Das ist so eine wahllose Aktion von ihm, ja. So eine wahllose Zahl, ja. Aber die macht ja gar keinen Sinn. Naja, egal. Wir haben ihm ja einmal den Wind aus den Segeln genommen. Wir schaffen das auch ein zweites Mal. Hier sehen wir den König der Schwaderfahrer, ne? 4 Ladewagen gefahren in seinem Leben. Zack, wird das Schwad nochmal nachgeholt. Und nochmal die Ecke ein bisschen rund gemacht, damit der Ladewagen da gut rumkommt. Wieder das Stück nebenan noch. Man kommt aber nur da auf dieses Stück gefahren und da oben von diesem auf das Nachbarstück gefahren. Ne? Also immer rauf, ein bisschen was mitnehmen, drüben ein bisschen was einsammeln und hier dann voll machen. Ich sehe gar nicht da. In Türkis kommt so ein Jogger. Man hat ja immer viel. Heute haben wir Wirtschaftsweg des Zorns. Fahrradfahrer, Jogger, Leute, die ihr Pferd ausführen, wo man anhalten muss, kurz vor Ausmachen, weil das Pferd so steigt und, also hier ist heute Verkehr. Dabei wurde noch gefragt, willst du sammeln oder unter dem Häcksler fahren? Ich fahre da gerne, ich sammle. Ja, ich sammle ja wirklich gerne. Ich habe auch kein Problem damit.
irgendwie ein bisschen beiseite zu fahren und so, aber heute ist viel, echt viel. Ja. So, Wagen ist wieder voll, können wir los. Weggeräumt, da hinten hinter sind wir gestern Abend gewesen, zum Schluss nach dem Häckselwagen fahren, Quatsch, nach dem Ladewagen fahren, kaum noch mal Häckselwagen fahren. Die letzte Szene war, wie wir hier durch Mais gefahren sind, hier so am Weg rein, da unten durch. Und jetzt, nach einem ausgiebigen Frühstück, geht es weiter, ja? Mit dem Ladewagen fahren, ne? Ja. Eigentlich hatte ich so gedacht, so eine Fläche da hinfahren und wegholen. Jetzt kam aber die Meldung, wo wir beim letzten Mal mit dem 6R so ein bisschen gefahren sind, weil da der Bewuchs so schön ist. Da findet, auf diesem Weg findet nachher irgend so ein Lauf statt und dann wird die Straße gesperrt. Und deswegen müssen wir mal schnell mit Hass diese Fläche wegsammeln. Also muss ich damit hin, mit dem eigenen Geschleuder. Wir gucken uns mal an, wie der Weg ist. Bisschen was beschnipselt wurde da, aber nicht so fröhlich. Ist klar, es wird ja auch für Fahrradfahrer und Fußgänger geschnitten und nicht für Ladewagen. Ist ja klar, ne? So. Aber weil die Aussage, der Schwader ist da auch durchgekommen, da kommt man da wohl auch durch, ne? Oh Mann, herrlich. Auf geht's. Ja, angekommen. Och, ich kann das sicherlich, könnte man mehr weggeschnipselt haben, ja. Was mir viel lieber ist, ist, dass hier, der Mulcher hätte noch ein bisschen intensiver da reinhalten können, dass hier, so, da vorne, dass hier gemäht ist. Dann sieht man nämlich auch, was da los ist, ne? Wenn, an dieser Kante hier. Das ist ja viel schlimmer. Die Bäume sind ja, naja, das ist ja weichen Scheiß, aber die Kante halt, ne?
da weißt du nicht, wo ist da das Ende und wo nicht. Und jetzt kann man das ganz gut sehen und dann kann man hier auch entsprechend weit rüberfahren, dann passt das, ne? Da kann man ja gut mit leben. Also jetzt kann man hier ja bombig fahren. Da gibt das ja nichts. Endlich laden wir mal zusammen, ne? Der Wagen ist gestern ja die ganze Zeit an einem Häcksler gelaufen, ne? Ja. Denke mal, einmal werde ich nachher müssen. Dann sind hier bestimmt 4 Wagen gewesen. Oh, dann passt das, ne? So, jetzt kommt die richtige Fantour, ne? Ein Umlauf, 1 Stunde 15. Inklusive Abladen. Also, hinfahren, laden, zurückfahren, abladen, Stunde 15 weg, ne? Hier ist ja so eine schöne lange Gerade. Fuhr ich eben auch so. Dann bildet sich da Mini-Stau. Dann überholt einer. Dann überholt der nächste. Und in dem Moment kommen von hinten Motorradfahrer und meinen, sie müssten als, weiß ich auch nicht, Vierter der Schlange oder so, weil sie ja gerade im Schwung sind, daran vorbei. In dem Moment zieht der Erste hinter mir, der in meinen Augen ja immer am dransten ist. Es gibt ja welche, die wollen nicht vorbeifahren. Wenn du dann stundenlang mit denen da zu tun hast, weil der Erste nicht vorbeifahren will, dann ist das doof, aber die wollten vorbeifahren. Und der zog rüber und in dem Moment war der Motorradfahrer natürlich schon im toten Winkel von ihm, ne? Dann hat der Motorradfahrer ihn angequakt, dann ist er ihm hier hinterher gefahren, dann ist er neben ihm hergefahren, hat ihn bepöbelt. Sag mal, Leute, mutmaßlich war dieser Motorradfahrer ja im Urlaub. Ich verstehe das nicht. Also der hat ein ausländisches Kennzeichen. Ja, siehst du, läuft doch mit uns. Auf jeden Fall war der Herr im Urlaub. Warum musste der da von hinten auch anfangen zu überholen? Und nee. Sowas ist ja immer so sinnlos. So sinnlos. Wir sind hier denn auch 2000 Meter von der nächsten Ampel entfernt. Wir stehen ja dann alle wieder an der gleichen Ampel und können uns ja gegenseitig die Hand schütteln, weil. Ja, weil ist so, ne? Weil sie ist dann rot und. Ach nee. Ja. So. Haben wir den Aufreger des Videos auch drin, ne? Kann's ja weitergehen. Jetzt geht bergauf, ne? Wir brauchen noch ein bisschen Reserve. Hier haben wir noch so eine Reservetaste. Achse zu. Und dann fahren wir da hoch, ne? Der Achter hat sich aber beim letzten Mal so ein bisschen gequält. Kann man ja in, keine Ahnung, 15 Videos zuvor sehen oder irgendwie so, ne? Der 9er ist da ein bisschen anders davor. Hier ist jetzt ein bisschen mehr im Schwatt, weil er von der Kante zweimal weggenommen hat, weil das da auch noch schief ist. Aber hier haben wir gerade eine ziemliche Schrägung. Ah ja. Da ging er so seitlich weg, ne? Stark. So, Sperre kann aus. Dann passt das, ne? Mit dem leeren Wagen ist das auch alles im Möglichen, ne? Aber sowas nachher spät, so wenn du nachher so einen späten Schnitt hast, dann kann das schon anders aussehen, ne? Achse nochmal aufmachen, dass wir hier sauber um die Kurve rumkommen. Da hinten am Horizont sieht man auch schön die Ostsee, herrlich. So. Wieder zu und Abfahrt. Ich arbeite dann gerne noch ein bisschen mit Bremse. Den Zug gestreckt halten, hieß das bei der Bundeswehr, glaube ich. Ah, das bei der Bundeswehr? Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber passt alles. Mich besiegt. Hier ging es nicht hoch. Es ist
physikalisch nicht möglich. So, gut. Um die letzten 2 Meter. Da wollen wir es ja mal drauf belassen, ne? So, jetzt gehen wir in die nächste Region. Da drüben ist dann auch so ein Berg. Da kannst du nur runterfahren. Hier war es schon da, bei der Spur, da war schon, da ging er so seitlich weg, ne? Und diesmal ging auch der Wagen seitlich weg, du, beim Bremsen. Tja. Dann soll es das nicht gewesen sein. Aber so gut geräumt wie möglich. Schön bitten romantisch auf dem Deich lang, ne? Ja. Hier war nicht so gemäht. Das ist jetzt alles rundherum mal ordentlich aufgeputzt worden. Richtung Herbst, ne? Alles einmal aufgemäht, einmal geschwadet. Und jetzt so, müssen wir halt rundherum noch mal ordentlich einsammeln. So eine Deichkante ist ja auch nicht unbedingt was für ein Lomi, ne? Ihr kennt sich ja hier mit den Flächen auch nicht aus. Dann ist halt immer besser, wenn man da so ein bisschen mitten selber noch mal mit rumfiedelt, ne? Aber so schnuddeln wir hier noch mal entspannt am Deich lang. Obwohl es zu Ende, wir müssen jetzt runter. Geht auch alles ohne Siloverteiler, ne? Aber wir sind immer zweimal rüber gefahren, damit die Matte nicht so dick ist. '69, '30. Bauarzt eilig, er will melken. Immer geradeaus. Auf dem Weg nach Hause. Wagen noch mitten sauber gemacht. Oh, kommt noch was von hinten. Wagen noch mitten sauber gemacht. Getankt. Jo, sieht alles soweit ganz gut aus. Wie war das jetzt? In 9 Tagen ist der nächste Auftrag Ladewagen fahren. Ja, genau. 9 Tage. Ja. Davor wollen wir tatsächlich. Wieso waren das so nass da? Na, die Straße sind dreckig gemacht. Na egal. Davor wollen wir tatsächlich. Also in 7 Tagen wollen wir eine Maisgeschichte abarbeiten. Genau.
steht auch auf dem Zettel. Von daher rückt es auch ein bisschen näher, aber das ist auch echter Sandstand. Zack, da war der Akku leer, ne? Also echter Sandstandort und deswegen ist das da ein bisschen früher. Letztes Jahr war das ja genauso. Da waren wir aber zu dieser Zeit, meine ich, schon in Gange. Ende November, Mitte November? September, meine ich. Naja, wir schauen mal. Ja, von daher passt das. Was wollte ich noch sagen? Ach so, dieser Trecker. Wir müssen ja noch mal gucken jetzt. Kommt noch ein bisschen Regenphase. Zum einen müssen wir noch mal Druck drauf geben aufs Kraftstoffsystem, wenn ich mal jetzt aufs Wassersystem, weil er irgendwo das Wasser verloren hat. Das interessiert mich auf jeden Fall, wo das hingeflossen ist. So offensichtlich zu sehen ist mich nichts. Das ist das, was mich so am meisten beunruhigt. Den Ölpeilstab habe ich natürlich schon gezogen. Da habe ich beim letzten Mal auf Maximum aufgefüllt und da stand er jetzt auch immer noch. Also von daher, da war schon mal nichts zu merken. Ja, mal gucken. Wir geben mal Druck drauf. Es ist ja schleichend. Vielleicht kriegen wir durch Druck das Schleichende so ein bisschen beschleunigt. Was ich gestern hatte, was heute nicht mehr ist, das Lenkrad. Die Lenkung geht bei diesem Trecker seit, also irgendwie letzten Jahr Maissaison gefühlt geht sie schwerer. Der 818 lässt sie leichter lenken und da sind die Komponenten ja eigentlich gleich. Und gestern, wenn ich gelenkt habe, hat das dann so habe ich das Lenkorbitur gehört. Und auf der Strecke, auf der 202, die ist so ein bisschen nach links und nach rechts abschüssig von der Mitte aus, habe ich auf 2,5 Kilometer eine Lenkradumdrehung machen müssen, damit er nicht von der Straße fährt. Heute, das war gestern, heute ist das alles weg. Ich habe keine Ahnung, es ist weg. Es ist nicht mehr da. Auch das Zischen im Lenkorbitol ist weg. Das beunruhigt mich am meisten. So Scheiß, der da ist und wieder weg ist, ne? Ja. Müssen wir ja auch vielleicht der Sachen aus dem Grund gehen. Müssen wir mal gucken. Ja. Ein, zwei Sachen sind von der Meisterende also noch zu erledigen, ne? Es ist noch genug zu tun. So viel steht fest. Ihr Lieben, somit hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Es endet nämlich an dieser Stelle. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir die Liebe da lasst. Wenn ihr ganz viel Bock habt, teilt ihr dieses Video mal. Teilen, teilen, teilen. Dass wir mal nochmal einen Ruck in die ganze Sache kriegen. Und dann kann ich euch nicht sagen, ob wir im Anschluss noch Pakete auspacken. Weiß ich nicht. Ich sage mir ja, vielleicht. Und dann hoffe ich, dass wir uns zum nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Wir wollen mit denen starten. Oh, wir haben hier ein Fail. Also nein, uns haben Pakete erreicht und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und bei dem einen, ja guck mal, da müssen wir uns... Es tut mir total leid, Markus. Nee, wir müssen uns erstmal bedanken, dass du dich gemeldet hast, weil irgendwie hatten wir das Paket, ich weiß gar nicht, irgendwo hin... Wo lag ich das? Lag das da rum? Nee, ich habe das auf deine Pakete gepackt. Ach so, das lag unter meinen Bestellungen. Ja, genau, das lag... Also bei uns ist so eine Bestellung... Bestellung... Bestellung. Oh, hier. Ja, und ich, der neueste Shit. Ja, und ich habe das, als ich den Tisch brauchte, habe ich das Paket auf deine Bestellung gepackt und ich habe es einfach total vergessen. Wer mit Ausreden kommt, schwächelt. Tut uns leid. Keine Ausreden, wir schwächeln nicht. Es tut uns leid, wir haben es verkackt und fertig ist. Einfach, man muss auch ehrlich sein und einfach gerade raus. Was soll der Scheiß? Ja, weil man kann nichts dafür. Nee. Ich hab's da hingelegt. Es tut mir leid. Auf jeden Fall cool, du hast nochmal eine Mail geschrieben, gleich nachgeguckt, zack. Und ich erinnerte mich an den Moment, wir hatten ja vorher schon, entweder hattest du auf Insta geschrieben oder per Mail, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall. Ich hatte das damals schon, genau, als das kam, wusste ich, wo der Zusammenhang war. Ja, genau, das hatte Axel erzählt. Weil, genau, das ging um eine Pferdeanhängerrestauration und da sind Teile bei übergeblieben. Und zwar unter anderem 3 LED-Scheinwerfer. Kann man die auch auf den neuen Pferdeanhänger machen, wenn wir einen haben? Wenn wir einen haben, ja. Auf jeden Fall richtig, richtig cool.
coole LED-Spots. Und das müsste ja, glaube ich, ja. Müsste ja. Erzähl also hier mal. Ist auch noch ein von, ne? Ja, ist der gleiche wie der. Schnackis, also der ist der. Ich bin schon seit längerem regelmäßiger Zuschauer eurer Videos und immer wieder überrascht und erstaunt, was ihr alles leistet in eurer Freizeit. Mein größten Respekt. Ich bin leider auch ein kleiner Lichtfetischist wie Axel und habe unseren Fernseher komplett auf LED umgerüstet und erweitert. Aus diesem Projekt sind nun ein paar LED-Scheinwerfer übrig und hoffe, sie finden bei euch noch Nutzen. Des Weiteren ein Katalog von dem Händler, wo ich diese erworben habe. Da könnt ihr vielleicht auch was für Reiser. Nicht für Reiser. Könnte auch was vielleicht für euch dabei sein. Viel Spaß beim Stöbern. Wenn ihr wollt und es euch interessiert, lasse ich Axel ein paar Bilder via WhatsApp zukommen. Dann bitte im Video erwähnen, sonst belästige ich euch nicht mehr. Ach, macht bitte weiter so, das passt mit meinen Augen perfekt. Mit freundlichem Gruß, Markus aus dem tiefsten Ruhrpott. Also ich würde gerne diese Restauration von diesem Pferd her gerne mal sehen. Also kannst Axel gerne was schicken. Das würde ich gerne mal sehen, das ist ja mega geil. Das ist ja ein absolut geiles Teil noch, ne? Ja, also das wird erstmal weggepackt, bitte. Ja, ich habe das natürlich gleich erstmal angeklemmt, weil hier, wenn ich was von Fetischisten höre, dann wäre ich immer ganz nervös und dann muss ich das jetzt mal gucken. Richtig, richtig vielen, cool. Vielen lieben Dank, Markus. Nochmal Entschuldigung, und sorry, dass es 5 Minuten länger gedauert hat. Ja, es tut uns leid. Sehr cool. Und dann haben wir ein Paket gekriegt von Klaus, ne? Ja. Und Klaus hat ja Klaus auch gleich... Klaus ist wohl wieder im Land. Ja, Klaus ist wohl wieder im Land und er hat geschrieben, heute ohne Wolters passt nicht mehr ins Paket. Paket ist zu klein. Ja, das macht auch nichts, Klaus, weil hier, der Biervorrat ist hier in Ordnung. Also ich sag mal, das ein oder andere Pilz können wir noch vorweisen. Verdursten ist noch nicht an der Tagesordnung. Alles gut. Ihr müsst das auf, mein Schatz. Genau, und Klaus hat ja noch einen Brief damit beigelegt. Natürlich. Hallo ihr drei Schnackis, mal wieder ein kleines Paket von mir. Leider hatte das Wolters keinen Platz mehr im Paket. Macht weiter so, ihr seid... Ja. Klasse vielleicht. Ja. Klaus. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank, Klaus. Dankeschön, Klaus. Wir haben ja auch hier das erste hier, ne? Das ist ja hier Adventskalender. Oh. Die Zeit kommt wieder, verdammte Axt, aber ganz schnell. Ja. Zum Aufhängen einmal lingelang. Da kann ich nicht so gut lesen, was da drauf steht. Da ist ein bisschen was schon abgewischt. Ja, aber hier. Oh, möchtest du das haben? Auf jeden Fall hat Klaus wieder das Rundum-Sorglos-Paket für... Ja, das ist ja für dich, Center-Shocks, ne? Aha. Auf jeden Fall richtig cool. Oh, hier, und noch Expanderbänder. Expanderbänder, gut. Richtig, richtig cool. Hier, weißt du, was er noch reingepackt hat? Na? Daran mal darfst du raten. Oh, hier, da war noch ein paar... Er war noch mal schnell auf dem Jahrmarkt. Ja, voll geil. Es riecht schon so gut. Es riecht schon nach Jahrmarkt. Ja. Ich liebe es. Richtig, richtig cool. Klaus, es wäre nicht vonnöten gewesen, aber super, super lieb. Vielen, vielen Dank. Rundum sorglos. Mit lecker. Einmal über den Jahrmarkt laufen. Was wollen wir mehr? Oh, Entschuldigung, Schnucki. Richtig cool. Wir hoffen, dir geht's gut, euch anderen geht's auch allen gut. Und vielen Dank, dass ihr wieder bis hierhin geschaut habt. Spaß bei diesem Video, genau. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.